Zuerst haben wir getauscht, dann mit Gold und Silber bezahlt, später Schuldscheine beglichen. Heute benutzen wir Bargeld oder das Geld vom Konto. Unser Finanzsystem hat sich schon immer verändert. Und in Zukunft könnten wir nur noch virtuell bezahlen, mit Kryptowährungen wie Bitcoin. Wie funktionieren Kryptowährungen? Es gibt sie schon, die digitalen Zahlungsmittel, mehr als 4000 verschiedene Kryptowährungen. Die bekannteste davon ist Bitcoin. Euro, Dollar oder Yen, das sind klassische, anerkannte Währungen, deren Papiergeld wir täglich nutzen. Dahinter stehen Werte. Früher war es Gold. Heute garantieren Zentralbanken und Staaten die Werthaltigkeit. Bei Kryptowährungen ist der Gegenwert allein das Vertrauen der Nutzer in die Kontrollfunktion eines gemeinsamen Netzwerkes. Und das funktioniert in der Regel mit der sogenannten Blockchain. Jede Transaktion wird verschlüsselt und dezentral gespeichert. Die Informationen werden mit komplizierten Rechenaufgaben zu Datenblöcken zusammengefasst. Dafür legen die Teilnehmer ihre Rechner zu einem Netzwerk zusammen. Das Rechenprotokoll der Blockchain gilt als sicher. Denn wer Daten manipulieren will, müsste alle Rechner des Netzwerks hacken. Die Nutzer können so ihre Waren und Dienstleistungen online bezahlen. In anderen Ländern geht das vereinzelt auch im Alltag. In Slowenien rechnen manche Cafés ihren Kaffee bereits in Coins ab. Digitales Geld hat weitere Vorteile. Es ist schnell, überall verfügbar, Transaktionen sind oft kostenlos. In Krisengebieten können Coins zum Beispiel Rücklagen von Bürgern sichern, weil der Staat keinen Zugriff darauf hätte. Kritiker warnen aber auch vor Kursschwankungen, einem Totalverlust und Missbrauch wie Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Steuerbetrug. Auch das Interesse von Unternehmen am digitalen Geld wächst. Facebook möchte einen neuen Player ins Spiel bringen, Libra. Heute schicken wir Nachrichten und Fotos über soziale Netzwerke wie WhatsApp. Mit Libra soll es bald auch Geld sein. Eine klassische Kryptowährung wäre Libra aber nicht. Dahinter steht eine Gruppe von Firmen. Der Gegenwert soll in einem Fonds gebündelt und die Daten zentral gespeichert werden. Eine Organisation in der Schweiz soll die Aufsicht übernehmen. Viele Staaten fürchten um ihren Einfluss und planen zum Teil eigenes, staatliches E-Geld, wie zum Beispiel Schweden. Die Skepsis gegenüber Kryptowährungen ist groß. Aber auch im Internetzeitalter werden sich unsere Zahlungsmittel und Wege wieder verändern. Und dann könnte es heißen, Datei statt Papiergeld.